Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu Firewatch. Wir gehen gerade dem Rätsel der gekappten Stromleitung nach. Die wurde anscheinend sehr sauber durchtrennt. Ja, doch, sieht schon nach einem Schnitt aus. Wir haben hier ein wunderschön bemaltes Höschen. Und lauter Bierdosen, was auf zwei Mädels hindeutet, die hier neulich noch Feuerwerk gemacht haben. Was ich mich allerdings frage, jetzt mal ganz im Ernst. Hier liegt das Höschen, da liegen die Dosen. Das Kabel ist aber so lang, das ist doch nicht da direkt oben abgekattet worden. Das wurde vielleicht hier vorne da abgekattet. Da hängt nämlich nichts. Die werden doch wohl nicht erst darüber gegangen sein, das Kabel abschneiden, um dann hier alles zu platzieren. Ich glaube, da, ja gut, das ist wahrscheinlich einfach ein kleiner Fehler. Oder es war wirklich jemand anders. Weil es sieht mir ja eher so aus, als wenn das Kabel auf der anderen Seite da drüben geschnitten, wo zerschnitten wurde. Wo wäre denn das? Moment. Lass mich mal wieder mit der Steuerung zurechtkommen. Cut, genau. Das musste auf der anderen Seite dann passiert sein. Also, so wie das aussieht? Ich meine, die haben es nicht hier abgeschnitten. Naja, gut, vielleicht haben sie es einfach für die bessere Auffindbarkeit und so, die Spielemacher, sich entschieden, es so zu machen. So, wir sollen jetzt die Mädels suchen. Das dürfte nicht allzu schwer sein, weil hier ist eine Bierdosen-Brotkrumenspur. Ich frage mich immer noch die ganze Zeit, was saufen die Mädels eigentlich weg? Ja, ich bin ja schon nach einer Dose Bier besoffen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich Bier nicht runterkriege, aber das ist eine andere Geschichte. So. Also wir können entweder springen oder hier außen rumgehen. Das ist relativ Wumpe. Kann man hochklettern auch. Aha. Okay. Ja. Derweil halten wir den Wald sauber. Wir sind ja gute Parkranger. Wir nehmen alle Bierdosen mit. Und am Ende des Spiels ist dann wahrscheinlich unser Turm komplett voll mit Bierdosen, weil der Whisky, den wir mitgenommen haben, den haben wir ja dann auch hinterher in dem Turm entdeckt. Habe ich gar nicht geschaut, haben wir die Bierdosen irgendwo aufbewahrt? Oh, was ist das? Ein Mohnfeld? Ist das Mohn? Nee, Mohn ist das nicht. Wie heißen diese Blumen? Wie heißen diese Blumen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollen es auch gar nicht bestimmte Blumen darstellen. So, bis hierhin? Wir gucken mal einfach auf der Karte, wo wir gerade sind. So, bis hierhin ist unser Weg noch eingezeichnet. Supply Drop. Da geht's doch zu Dahlia. Delia, Dahlia, Dahlia. In die Richtung. Aber hier sind keine Bierdosen mehr. Weiter Sprung nach unten. Okay. Okay, wir haben es überlebt. Da geht's zum Lake. Immerhin, wir sind, ja. Ah, und da geht's zu Dahlia. Könnten wir jetzt einfach auch zu ihr rüberlatschen? Einfach mal gucken, was sie so treibt? Ich wäre jetzt echt gewillt, das mal auszutesten. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Aber wir laufen jetzt mal. 7,7 Meilen sollen das sein. Ein ganzes Stück. Jetzt sind es nur noch 4,7. Ja, also es ist schon alles ein bisschen kürzer, als es in einem richtigen Nationalpark wäre. Ist ein bisschen eingekürzt. Ah ja, okay, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Eine Seilbahn. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it.
Rangers use it from time to time, but that's it. Hm? Hilfe, es ist ein Notfall! Oh God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Ach, Mann, lass mich doch rüber. Ach, nö. Man konnte es ja mal versuchen. Wir konnten es ja mal versuchen, also dann doch lieber zum See rüber. Schade. War ein Versuch wert. Supply Drop. Ah. Aha. Die können wir nicht öffnen? Doch. Ja, können wir öffnen. Okay. Moss Peak, Two Forks, Spruce. Toll. Ganz toll. Super. Vielleicht sollte ich ihr melden, dass die Versorgungskiste leer ist. Manu. So, hier waren wir doch. Genau, und dann jetzt zum Lake. Aber ich sehe keine Bierdosen mehr. Aber vielleicht brauchen wir das auch nicht. Weil wir wissen ja jetzt so grob Richtung, dass wir so grob Richtung See müssen. Ach, warum hängt denn da oben ein Rucksack? Gegen die Bären? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Wir holen ihn jetzt auf jeden Fall runter. Ich will wissen, was drin ist. So. Ups. Was haben wir denn da Schönes? Huh! Okay. Cool. Ich hatte doch nach dem Fotomodus gefragt. I am flush with ropes now. That pack was full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Huh? Brandwächter? Ranger? Ex-Liebhaber? What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Aha. Hat dein Charme sie überwältigt. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And, one day they were just gone. Sucks. Mm-hmm. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay. Jetzt kann ich Fotos machen. Ich hätte ja gern beim Sonnenuntergang gerne Fotos gemacht. Ach, das ist doch hier keine. Das ist doch nicht schön hier.
So. Ja, wir verbraten. Wir haben anscheinend eine limitierte Anzahl von Fotos. Also lassen wir das mal besser. So, wir haben ja jetzt Seile bekommen. Also weiter hier. Aber wie sind die Mädels denn hier runtergekommen? Die sahen mir nicht aus, als wenn die Kletterausrüstung dabei gehabt hätten. So, die Seile können wir jetzt hier lassen. Okay. Dünne Rauch. Ach, ich sehe es. Ich sehe es. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Wo muss ich hin? Ich habe nicht aufgepasst. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Lasst mich runter! So, was haben wir denn hier Schönes? Warum machen die eigentlich überhaupt das Gewese hier mit den Nummern, wenn es doch immer die gleiche ist? Warum lassen die mich das jedes Mal neu eingeben? Da muss doch irgendwas hinterstecken. Okay. Da hat jemand Blümchen, da haben wir noch eine Nachricht. Hi Dave, rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron, höchstpersönlich. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den neuen anzusehen, habe dann gehört, wie er mit sich selbst redet. Also mehr als üblich für einen Brandwächter und beschlossen, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube, langsam die bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistesgestörte und Perverse. Außer uns natürlich, wir sind die Crème de la Crème. Stoßen wir auf Debbie an, Ron. Okay. Dinge, die ich nicht wissen wollte. Ein Stein. Es ist halt ein Stein. Okay. Zack. Stein. So, wir sollen. Wo sollen wir hin? Das sind die Nachrichten. Kriegen wir noch. Kann ich noch irgendwo sehen? Suche die Rauchquelle. Okay. Ich weiß jetzt. Ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr gemerkt, was sie meinte, wo wir hin sollen. Aber wir müssen ja eigentlich nur Richtung. Rauch, das ist südwestlich. Südwestlich. Das ist da irgendwo, hier hinten. Okay. Schauen wir einfach mal. What does she have? She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Ja, Yeah. fuck. What was it like when you guys found out? Angst. We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Oh je. Der arme Kerl. Ah, sind wir noch richtig? Nicht so hundertprozentig, oder?
Ah doch, das sieht ganz gut aus. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Was schafft sie nicht? Moment. Flapjack? Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're in a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Okay. Hier sieht's ziemlich verbrannt aus. Aber es ist schon ein Weilchen her hier. Gibt schon wieder ein bisschen grün. Flapjack. Wir merken uns. Wer raschelt? Ich hoffe, hier sind keine Bären. Raschel ich hier, oder? Was ist das? Hört ihr das auch? Hä? Ich bin verwirrt. Da liegt was, oder? Musik? Ich wäre jetzt aber eher... Sehen wir den Rauch noch? Nee, ich sehe den Rauch nicht mehr. Also entweder links oder rechts. Jetzt sind wir südöstlich unterwegs. Nee, das war ja also südwestlich, ne? Aber den anderen. Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, das wäre der andere Weg. Aber wir hatten ja gesagt südwestlich, oder? Ups. Wir sind falsch gelaufen hier. Kommen wir hier runter? Kommt man gar nicht lang. In a bar. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk. Ah, doch, da ist die Rauchsäule. Oder die sind ganz woanders, auf der anderen Seite vom Canyon. Jetzt einfach mal runter. So. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Du solltest sehen, was ich anhabe. Was? Ah, hier muss ich rüber. Okay.
Und die stellen sich nicht einmal so persönlich vorher deinem Vorgesetzten vor. Das ist ja sehr seltsam, der Verein. Denn jetzt? Wir sind noch einmal über den Canyon, okay. Moment mal. Das ist ja direkt in der Nähe von meinem Turm. Die werden doch meinen Turm nicht angezündet haben. Mein Turm! Geben wir Gas, mein Turm! Jetzt wieder zum See. Aber das kann doch nur mein Turm dann sein. Wo ist denn die Rauchsäule? Ich sehe sie nicht mehr. Zu viele Bäume. Oh, Südwesten wäre doch... Nee, das wäre dann quasi zum See. Haben die ihr Lagerfeuer wieder angemacht, die Deppen? Ja, vorher war ich in der... What are you gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents... I think they always thought she could do better. Sure. And that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Ja, da ist das die Rauchsäule? Sie ist immer noch sehr dünn. Okay, nee, dann sind wir richtig. Dann sind wir richtig. Aber die Zeit ist schon langsam wieder rum, sehe ich. Wollen wir, bevor wir da ankommen, noch ein Päuschen machen und dann beim nächsten Mal schauen, wie es weitergeht? Ich denke, das tun wir. Immerhin, ich sehe noch keine Bierdosen. Das muss man ihnen hoch anrechnen. Wahrscheinlich haben sie ihren Vorrat endlich ausgesoffen. Ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt. Ihr könnt ja mal zählen, wie viele Bierdosen die vernichtet haben. Mann, Mann, Mann. Nee, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und dann hoffe ich, dass dann nichts Schlimmeres passiert mit ihrem Lagerfeuerchen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Oh Gott, das wird gerade schon ein bisschen dicker, oder? Bis dann.